Moment mal. Sieh mal da. Okay. Hey, hast du gefunden? Nee, wir sind safe. Ein Toter! Ein Toter! Seid vorsichtig! Okay, alle aufschwärmen! Aufpassen! Noch ein Gefallener! Komm raus, Arschloch! Gesichert. Gute Arbeit, Fraser. Danke für die Hilfe. Gehen wir weiter. Oh je. Was zum Teufel ist das? Finden wir früh genug raus. Okay, mal sehen, was passiert. Die Statue bewegt sich. Sehen wir mal, wie das funktioniert. Ich glaub's ja nicht. Das ist raffiniert. Oh Mist. Die Statue bewegt sich wieder. Vorsichtig. Das sieht nicht gut aus. Pass auf!
Das war knapp. Okay, ich glaube, das war's. Komm hier rüber. Ich komme. Oh, verdammt noch mal. Drei Statuen. Jetzt mit zwei verschiedenen Symbolen. Ein Stern und Ringe. Das sind alles Häusler Sonnensymbole. Aber deine Beschreibung finde ich besser. Ganz schön knapp. Nicht so einfach. Ich glaube, ich hab's. Komm hier rüber. Verstanden. Ah, war klar, dass noch was kommt. Woher wusstest du das? Aller guten Dinge sind drei. Ah? Wirst schon sehen. Jetzt? Dass er bewegen kann. So gespürt. Okay. Wirklich beeindruckend. Oh, frische Luft. Na, endlich.
Na, sieh mal an. Um was wetten wir? Zeig ich ja eine Art Schlüssel. Eins mit Stern für dich. Mal sehen, was passiert. Was ist das? Ein uraltes Häuserlerpuzzle? Natürlich. Ich mache eine Axt. Schön, dich zu sehen, Shiva. Und jetzt? Jetzt drehen wir diese Kurbel und schauen, was passiert. Ist das sicher? Du weißt schon, dass Schatzsuchen nichts für Angsthasen ist, oder? Söldnerin sein auch nicht. Mit dem Unterschied, dass ich weiß, was passiert, wenn ich den Stift aus einer Granate ziehe. Auf meine Art macht's mehr Spaß. Hast du das gehört? Spürst du das? Mhm. Wow. Fraser, sieh mal. Unglaublich. An der Seite des Berges ist ein riesiges Relief eingemeißelt. Und du dachtest, wir drehen an dieser Kurbel und gehen drauf. Gut, dass ich eine Archäologentochter dabei habe. War bestimmt eine tolle Kindheit, was? Ja, meistens schon. Ich hab viel gelernt. Das Reich der Häuserler war sein Steckenpferd. Hat ihn aber viel Zeit gekostet. Also, ich will an der Schatzjagd auch ein bisschen was verdienen. Na klar. Ich riskiere mein Leben auch nicht umsonst. Das glaube ich dir. Wie eine Armee anzuführen, was? Eine große Verantwortung. Liegt mir im Blut. Ist die Firma meines Vaters. Er ging in Rente, ich rückte nach. Familienbetrieb? Hab's total versaut. Aber das weißt du ja. Hab gehört, du stehst den Drake-Brüdern sehr nah. Ja, naja. Heben wir das Thema für ein andermal auf. Also, wohin jetzt? Da ist das mit einem Bogen markierte Fort im Seebett. Und das Fort mit dem Dreizack über den Wasserfällen. Schätze, ich hätte nach den Drakes fragen sollen, bevor ich den Job annahm. Da gibt's nicht viel zu sagen. Nate kenne ich ziemlich gut. Sam weniger. Er ist irgendwie einfach so aufgetaucht. Gehen wir zurück zum Wagen. Abkürzungen sind immer gut. Zum Glück müssen wir nicht den gleichen Weg zurück. Ich hätte dir beim Ausweichen geholfen. Und Wasserfälle. Alles klar. Hey, nur dass das klar ist. Nathan Drake ist kein Thema. Mach dir seinetwegen keine Sorgen. Ich hatte meine Bedenken. Warum hast du mein Angebot angenommen? Einem geschenkten Gaulshop manchmal. Einen Moment. Okay, dann mal zurück zum Thema, oder? Gut. Also, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Vor allem, wenn alle nur darauf warten, dass ich scheitere. Das kenne ich. Warte. Warte mal! Hey, hast du was gesehen?
Okay. Reden wir weiter? Ach, ja. Es hat einen Vorteil, wenn alle erwarten, dass du scheiterst. Es gibt ein andererseits? Naja, wenn die Leute nichts erwarten, ist es viel einfacher, sie zu überraschen. Meiner Meinung nach ist dieses Geschäft alleine schon schwer genug. Man muss alle Möglichkeiten ausnutzen. Hast du immer allein gearbeitet? Meistens. Wie alt warst du, als du anfingst? Jung. Hab schnell gelernt, dass man die Leute glauben lassen muss, es geht nach ihnen. Einen Moment! Nochmal! Wow, ich bekomme auf diesem Trip richtig viel Hornhaut. Shit, da passe ich nicht durch. Jetzt muss ich mal scharf nachdenken. Das ähnelt dem Verriegelungsmechanismus von vorhin. Ist nur etwas komplizierter. Jede Scheibe lässt sich einzeln drehen. Zu dir komme ich später. Das sieht schon besser aus. Komm zu deinen Freunden. Fürs Warten. Wie ein weiser alter Mann einst sagte, scheiße. Noch ein Häusserler Andenken für meine Sammlung. Was Interessantes gefunden? Noch ein Andenken für unsere Sammlung. Was ich sage. Oder du? Wo waren wir gerade? Ja, jedenfalls. Und dann die Oberhand gewinnen. Das ist mir zu subtil. Mir war die direkte Art immer lieber. Tja, jeder wie er kann.
Fraser. Warte mal. Verdammt, die Rebellen haben hier alles übernommen. Wird schon schief gehen. Moment mal. Was? Wunderbar. Gerade noch da drüben. Schau mal nach. Du suchst da drüben. Ich suche hier. Alles sauber. Mal sehen, was wir hier haben. Sehen, was sie hier zugemauert haben.
Hallo nochmal. Hüpfe in meine Tasche, kleines Andenken. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Unschätzbar wertvoll, dieses Andenken. Hoffe ich jedenfalls. Vorsichtig, mehr von Asafs Leuten. Sehen wir uns das mal an. Wo ist die Marke, die du gefunden hast? Ich habe sie an einem sicheren Ort versteckt. Hast du Asaf davon erzählt? Verflucht knapp. Moment mal. Ein Toter! Wir sind nicht allein! Wärmt auf! Hey, wir haben sie! Sie sehen uns! Ich hab dich! Du hättest uns aus dem Weg gehen! Feuer! Jetzt gehörst du mir! Arschloch! Netter Versuch! Gleich hab ich. Danke dir.